meine Lieben, hier ist eure Mrs. Crazy Diamond. Jawollo! Ich habe Post bekommen. Und zwar habe ich schöne, schöne Post von One Day Saving bekommen. Ich habe durfte mit zwei Bilder aussuchen. Die habe ich mir natürlich ausgesucht. Da sind sie, da sind sie. Wir gucken mal nach. Wir machen erst das hier. Wir machen das hier. Ja. So, wir holen raus. Und wir gucken erstmal die Steine, oder? Wir gucken uns erstmal die Steinchen an. Runde Steine. Ich sehe schon. Aber wir machen erstmal das Toolkit. Das Toolkit besteht wie immer Schiffchen, ein Stück Wachs und einmal ein Stift mit einem Eineraufsetzer. Ein ganz normales Toolkit in einem Zippertütchen. Also an Seite damit. Dann zeige ich euch natürlich jetzt als allererstes die Steine. Ich weiß, ich bin fies, aber... Ihr wollt ja auch ein bisschen was davon haben. So, wenn der Schafstall da sieht, oh, das ist cool. Aber die haben Löchlein drin, so wie ich das gesehen habe. Es sind Acrylsteinchen. Ich gucke aber gleich nochmal richtig nach, ob es auch Acrylsteine sind. Guckt euch die schönen Farben an. Hier auf der Rückseite auch dieses Rosé. Also das ist ein schönes Rot dabei. Oh, guckt euch das an. Ganz, ganz toll. Ihr seht es. So, ich gucke jetzt gerade noch mal für euch. Ja, das sind Acrylsteine. Da haben wir ein paar Löckskes drin. Aber es sind sehr gute Acrylsteine in einer tollen Qualität. Bis jetzt. Man muss gucken, wie es gepaintet ist. Wir machen es auf. Wir haben ein Häschen mit einem Herzchen. Oh, das sieht. In 30x40 gegossener Kleber, wie ihr seht. Es ist eine durchsichtige Folie. Wir haben hier 23 Farben. DMC-Nummern sind hier auch mit aufgeführt. Ihr seht es hier. Und ich zeige euch direkt mal die Qualität. Hoppala, einmal richtig eingeruckt. So, wir zeigen euch jetzt erstmal die Druckqualität. Ich tue es so rum, damit ihr das auch ja sehen könnt. Da, ihr seht den Druck. Der Druck ist richtig toll. Guckt ihr euch das an. Richtig klar. Ein richtig toller Druck. Überall. Also da kann ich nur sagen, One Day Saving, Daumen hoch. Total toll. Wir machen hier einmal so. Ja. Und wir gucken den Kleber. Da kriege ich die Hand fast gar nicht mehr runter. So gut klebt das. 1A Kleber. Also, ich zeige euch das Motiv nochmal hier. Hier zeige ich euch das Motiv nochmal im Ganzen. Ein Häschen mit einem Herzchen. Oh, das ist das tolle Motiv für Leute, die Hasen und die Hasen lieben. Zum Osterfest, also perfekte Oster. Also ich finde, das ist ein schönes Osterbild. Und der Hase kommt auch richtig schön raus. Auch dieses buschige Fell finde ich cool. Wenn es dann gepaintet genauso rauskommt, ist es auf jeden Fall 1A. So, das Toolkit lassen wir draußen. Das braucht keiner. Toolkits haben wir genug. Wir rollen es ein und töten es auch ein.
Und ich schreibe hier natürlich auch noch drauf, was das ist. Dann schauen wir doch mal. Einmal wird Hasi drauf geschrieben. Hasi. Hasi. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Ja, das ist Nummer 1. So. Jetzt schauen wir auf Bild Nummer 2. Da schauen wir mal. So. Einmal an Seite. Wir gucken, dass wir uns einmal die Steinchen besorgen. Aber das ist gar nicht so einfach, weil es doch sehr, sehr eng eingetütet worden ist. So, da. Das sind auch runde Steine. Aber auch hier das Toolkit. Ein Stückchen Wachs, ein grünes Schiffchen und ein Stift im Zipperbeutelchen. Wie immer cool. Schön wäre natürlich, wenn die Steine auch in eine Zippertütchen kämen. Aber man kann nicht alles haben. So, wir gucken uns die Steine an. Runde Steine, so wie bei dem Vorgängerbild. Wir schauen, oh, guckt euch dieses schöne dunkle Grün an. Das finde ich am schönsten, so etwas heller. Ein etwas helleres Grün. Dann so ein Braunrot, würde ich sagen. Guckt euch an, wir haben Orange, Blau, wir haben Gelbtöne, wir haben Grautöne, wir haben noch andere Grüntöne. Also da haben wir so eine kleine Vielfalt. Also wird es sehr farbenfroh, wie ich so sehe. Dem 10 Nummern sind quasi auf dem Bild mit drauf. Wie immer haben wir da auch eine Legende. Ihr seht es schon hier. Hier ist die... Ah, ihr seht schon so viel. Hier ist die Legende. Hier die DM10 Nummern Symbole sind alle mit drauf. Und nun, Trommelwirbel. Ihr seht es schon. Ihr seht es schon. Ah, ihr seht es schon. Sind die nicht süß? Ich durfte mir auch ein etwas größeres Bild aussuchen. Guckt euch das an. Ist das nicht Zucker? Oh, ist das Zucker. Dieses Zucker, Zucker süß. Oh, ich liebe es. Guckt euch das an. Oh. Einmal Schafe, Osterschafe, guckt euch die Osterschafe an. Oh, ganz toll. 60 mal 30, die Größe, 60 mal 30. Wir gucken uns das Vorschaubild mal an, das was sehr klein ist, aber es wird sichtbar sein. Da. Ist das nicht zuckersüß? Oh, das ist so toll. Hier können wir uns direkt den Druck angucken. Der Druck ist auch, wie bei dem anderen Bild, sehr klar. Hier auch das G. Wir gucken uns auch die dunkleren Töne mal an. Weil das ist das, was meistens etwas lascher gedruckt ist. Aber ihr seht auch hier, richtig toller Druck. Das R, also man kann das so richtig toll erkennen. Guckt euch das an. Also ich finde es gut gemacht, ja. Auch hier das Gelb, ein sehr schöner Druck. Dieses Bläuliche ist eigentlich auch sehr gut gemacht. Das W ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich. Aber der Rest, der ist ja schon ultra. Also Druck, sehr guter Druck. Die Leinwand ist richtig toll. Die ist schön stabil, nicht zu lasch. Weil es gibt auch sehr, sehr dünne Leinwände, wo ich persönlich sage, oioioi, ist genauso wie bei dem anderen Bild. Ich drehe es einmal rum. Entschuldigung, da hinten die Kamera muss leider dran glauben. So, ich habe es jetzt hier so ein bisschen frei gemacht. Und ihr seht, also
Sehr, sehr guter Druck. Die Leinwände glitzern, glaube ich, mittlerweile alle etwas. Aber hier die auch, die glitzert auch so ein bisschen. Aber total cool. So, hoppala, jetzt habe ich ein bisschen Schluck auf. One Day Saving, vielen, vielen Dank für diese tollen Bilder. Ich bin total begeistert. Super schöne Ostermotive. Also wenn ihr noch für Ostern was haben wollt, wirklich geht bei One Day Saving shoppen, wenn ihr genau dieses Bild haben wollt. Ich habe alles in meiner Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, die Links zu diesen Bildern oder auch zu One Day Saving selber findet ihr in meiner Videobeschreibung. Einfach mal hingehen und gucken. Ich werde dieses Bild auch wieder einrollen. Das werde ich tatsächlich auch selber painten. Das habe ich mir ausgesucht, weil ich das so schön fand und so, so süß. Und putzig. Ich schwöre, die sind so putzig. Also das ist so ein Bild, das ich haben wollte. Mein Enton. Nee, Schaf. Schaf. Genau. Ich hau da auch noch die Schafe drauf. So. Schreib da Schaf drauf, damit ich weiß, was es ist. Schaf. So, das war es dann aber auch schon von mir. Was ist meine Ausbeute? Einmal ein Schaf und einmal das Hasilein mit dem Herzchen. Ich sage Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Ciao, bye, bye. Guckt bei One Day Saving vorbei. Es lohnt sich. Tschüssi, eure Crazy. Seid lieb zueinander. Macht's gut. Ciao, ciao.